Wurden wir sicherheitsmäßig überprüft, bevor wir hierher gekommen sind? Wurden meine E-Mails gelesen? Nein. 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 Weil wir davon ausgehen, dass sie kein Extremist sind. Da beobachtet uns gerade der Bundesnachrichtendienst. Die sitzen nämlich auf diesem Gelände. Und, das ist kein Witz, wir sind die ersten Kameraleute hier, die heute in die Ausbildung vom BND und dem Verfassungsschutz rein dürfen. Wir sehen heute, was dazugehört, da ausgebildet zu werden als Agent. Und ich werde am Ende des Tages rausfinden, ob ich habe, was es braucht, um ein Agent zu sein. Ich treffe jetzt Jan. Jan heißt natürlich nicht Jan. Seine Identität muss geheim bleiben, sonst hat sich das mit der Agentenausbildung direkt wieder erledigt. Hallo. Hallo. Robin. Jan. Das Erste, was wir machen müssen, ist, du kriegst hier den Schlüssel und darfst alle technischen Geräte, wahrscheinlich Handy, einmal ins Schließfach schließen. Ist das eine Sache, die wir jetzt nur als Besucher machen müssen oder musst du das auch jeden Morgen machen? Jeder muss vorher seine privaten technischen Geräte hier einschließen. Ja, cool. Dann bin ich gespannt, deine Ausbildung ein bisschen besser kennenzulernen. Wir dürfen dich jetzt ja gerade nicht zeigen. Du bist verpixelt. Warum? Es gibt ja Bereiche, wo man nach außen tritt und damit ich auch solche Jobs hinterher noch machen kann nach der Ausbildung, ist es jetzt halt vonnöten, dass ich nicht mehr zu sehen bin. Und was für eine Ausbildung machst du jetzt genau? Das ist die mittlere Laufbahnausbildung. Die wird halt gemeinsam durchgeführt für beide Häuser, Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz. Die dauert 2 Jahre im mittleren Dienst. Jetzt kommt der Teil Gesprächsführung. Den gucken wir uns jetzt drin an. Ja. Wofür ist das wichtig? Also warum muss ich das können? Man arbeitet ja auch draußen mit Leuten und dafür muss man natürlich adäquat wissen, wie man am besten mit den Leuten, wie man die anspricht, wie man sich unterhält mit denen, worauf man achten sollte. Robin. Steven. Hallo. Hey, was machen wir hier? Ich werde eine schon langjährig für den Verfassungsschutz arbeitende Quelle aus dem Rechtsextremismus darstellen. Mhm. Und du wirst der Quellenführer sein, der mich als Quelle befragt über das, was ich am letzten Wochenende so erlebt und erfahren habe. Wie oft hast du das schon gemacht? Also wir hatten schon mal eine ähnliche Übung und ansonsten bin ich da auch noch recht unerfahren in der Hinsicht. Erste Aufgabe, mhm. Wo möchtest du dich hinsetzen? Also mein erster Instinkt, einfach nur daher, weil ich ein bisschen Born-Identity geguckt habe, ist, dass man die Tür immer im Auge behalten muss. Das ist schon mal eine gute Idee. Als Agent. Ja, ist richtig? Dann muss ich mich da einsetzen. Ja, genau. Okay. So, wo sollte ich mich platzieren? Mit dem Rücken zur Tür, einfach psychologisch gesehen, würde ich sagen, macht einen vielleicht unsicher. Und also ich würde jetzt diesen Stuhl auswählen. Wie würdest du denn anfangen? Also der beste Einstieg ist halt erstmal ein bisschen Smalltalk. Ne? Ja, fang ich mal an. Ja, wie geht's? Gut. Gut hergekommen? Ja. Sehr, sehr gesprächige Quelle. Schönes Wetter heute, ne? Das, war auch jetzt am Wochenende echt heiß. Ja, aber wir hatten richtig Spaß. Wie war die Stimmung? War gut? Ja, war geil. Ja, doch. Ja, wir waren nun unter uns, wie immer. Ja. Ja, also in dem Fall jetzt mal keiner von draußen. Ja. Ja. Wer war so da? Ja, die üblichen halt, ne? Also ja. Der Icke und der Benno und hier unser Stahlkopp. Ja, was habt ihr so Spannendes besprochen? Naja, hast ja selber schon gesagt, ne? Unsere Konzerte sind langsam gefährdet. Mhm. Da haben wir drüber geredet, wie machen wir das jetzt in Zukunft? Ne? Wie können wir es aufziehen, dass halt wir trotzdem uns ordentlich versammeln können? Wenn du jetzt wissen willst, wie wir das jetzt tatsächlich, ne? Also, da muss schon mehr kommen als die vom letzten Mal. Ne? Wir müssen noch mal gucken, in der Tat, das war schon ziemlich detailliert, was Sie gesagt haben. Es gibt immer wieder Situationen in den Gesprächen, die wir haben, wo wir unterbrochen werden und uns gesagt wird, okay, das dürfen wir gar nicht reinschneiden, das müssen wir noch mal anders formulieren, weil das ist jetzt zu operativ, das beschreibt zu viel für die Öffentlichkeit, wie Dinge tatsächlich funktionieren. So, anders noch mal? Aber wir kennen uns ja lange, also du weißt, wenn das am Ende Sinn macht, dann... Ja, normalerweise kann ich mich darauf verlassen, dass du hier auch dann ordentlich was rüberwachsen lässt. Ne? Aber es ist jetzt schon ein bisschen heikel, ne? Das musst du verstehen. Ne? Klar, weil, ja, ja. Wenn das zu früh rauskommt, weil wir waren nicht so viele. Was für mich in der Situation so ein bisschen schwierig war, ist, sind die Informationen, die ich da bekomme, sind die wirklich was wert? Ist das eine wichtige Information, dass da 5 Leute sind?
Oder ist das eher irrelevant? Das weiß man natürlich nur, wenn man diese Erfahrung hat. Mir wurde gesagt, das ist eine wichtige Information, aber ich bin gespannt, am Ende herauszufinden, ob ich mich hier gut geschlagen habe oder nicht. Das ist ja ein Job, bei dem potenziell auch Gefahren mitschwingen. Ist das eine Sache, die du auch teilst mit Freunden und Familie? Also wissen die, was du für einen Job hast? Bei mir wissen es die engsten Freunde und die Familie weiß es. Mhm. Aber das muss jeder für sich individuell entscheiden. Umso weniger Leute es wissen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es halt eben nicht sehr viel publik wird. Du, wenn du jetzt fertig bist mit der Ausbildung, bist du dann beim BND oder beim Verfassungsschutz? Weißt du das? Darfst du das sagen? Das würde ich ungern sagen. Du darfst es nicht sagen, okay. Oder du möchtest es nicht sagen? Ich möchte es nicht sagen. Du möchtest es nicht sagen. Aber ist das eine Sache, die du dir aussuchen kannst? Oder schon vorher? Oder? Das steht vorher fest. Steht vorher fest. Das war jetzt ein Teil der Ausbildung. Was machen wir noch? Als nächstes kommt ein Technikteil. Dazu gehen wir jetzt einfach runter in den Hörsaal. Okay. Schauen wir uns noch mal an, wie könnte Ihre Aufgabe bestehen, wenn Sie im Außeneinsatz sind, im Ausland, und hätten jetzt plötzlich Informationen bekommen, dass sich ein hochrangiger IS-Kommandeur mit einem anderen hochrangigen IS-Kommandeur trifft. Sie brauchen dringend diese Informationen, die dort rauskommen. Sie haben keine Möglichkeit, irgendeine Quelle dort einzusteuern. Haben Sie eine Idee, was Sie machen könnten? Ich könnte eine Kamera installieren in dem Raum. Eine Kamera installieren, perfekt. Bild ist schön, wir können die Leute identifizieren. Wir wissen aber sowieso, welche Kommandeure dort kommen. Okay. Wir brauchen also das gesprochene Wort. Hier haben Sie zum Beispiel kleine Mikrofone. Sie haben Akkus. Auf dem Grundriss ist zu sehen, die Hotelsuite, die wir identifiziert haben, wo das Treffen dieser IS-Kommandeure stattfinden soll. Und ihr zeichnet bitte dann in die Pläne die Positionen ein, wo ihr denkt, dass Kamera und Mikrofon am besten zu platzieren wären. Hier so ein schönes Mikrofon. Also vielleicht kann man das irgendwie unter die Couch kleben oder so, von unten. Darfst mir jetzt auch nicht so viel Feedback geben. Nee. Denn wenn du mir zu viel Feedback gibst, wie man es richtig macht, dann wäre es natürlich cool für mich, aber das dürfen wir euch nicht zeigen. Dann würde ich sagen, haben wir einfach hier irgendwie so. Da machen wir ein Mikro rein. Ich stopfe das einfach in den Kissenbezug. Ich meine, hier geht es um IS-Kommandeure, das hört sich schon relativ bedrohlich an. Ist das eine Sache, die dir Sorgen macht oder ist dir das egal? Ja, man versucht halt in dem Moment, die Aufgabe ist ja jetzt nicht, sich den Gedanken darum zu machen, was das für ein Typ ist, sondern den Gedanken darum zu machen, wie kriege ich meine Technik da in den Raum. Also ich denke, ich mache mir direkt Gedanken darüber, okay, ich muss hier in irgendein Zimmer einbrechen. So, das ist natürlich schon, was ist, wenn ich erwischt werde? Schaffe ich es überhaupt, da reinzukommen? Ich meine, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Und dann wird da tatsächlich irgendwie ein Anschlag drin geplant. Also da hängt ja schon echt eine Menge dran an dem Job, oder? Ziel war jetzt, die Technik zu verbringen und darauf habe ich mich jetzt konzentriert. Ich habe eine Aufgabe und die mache ich jetzt. Okay. Gut. So, die Zeit ist um. Ja. Ich finde, meine Lösung ist nicht besonders gut durchdacht, aber sie könnte funktionieren. Es gibt keine eindeutige Lösung. Es gibt Möglichkeiten. Und die Möglichkeiten müssen Sie so flexibel wie möglich halten. Das heißt, bleiben Sie geistig flexibel, bleiben Sie auch im Umgang mit der Technik, die Sie haben, flexibel. Legen Sie sich nicht zu stark fest. Und ich muss sagen, also das, was Sie gebracht haben, fand ich gut. Du hast gerade erzählt, dass du vorher bei der Bundeswehr warst. Jetzt machst du so einen Job. Was ist da für dich die Motivation? Ich wollte weiter irgendwo in Diensten des Staates bleiben. Halt eben gern mit der Option, Beamter zu werden. Hatten wir ja vorhin schon darüber gesprochen, dass das quasi nach der Ausbildung ansteht. Mhm. Und ja, meinen Job irgendwo für den Staat tun. Ja. Was ja, glaube ich, viele Leute bewegt, einfach so den normalen Bürger, dass man irgendwie Angst hat, dass man selber ausspioniert wird. Es interessiert uns halt nicht Tante Emma, sondern die Terroristen, Extremisten quasi für den BV im Inland und für den BND im Ausland. Das sind die, die uns interessieren. Also auf der einen Seite solche Sachen wie die Dinge, die Edward Snowden in den USA offengelegt hat oder in Deutschland Dinge wie eine NSU-Affäre oder diverse Dinge mit dem Verfassungsschutz, die in den letzten Jahren mal so an die Öffentlichkeit gekommen sind. Wie ist das für dich persönlich, also solche Skandale zu hören und dich dann hier zu bewerben? Es ist halt eine Chance, einfach dahin zu gehen und zu sagen, jetzt gucken wir, dass wir solche Fehler halt eben nicht nochmal haben, dass sowas nicht nochmal passiert und versuchen, das Ganze besser zu gestalten, als das vielleicht in der Vergangenheit passiert ist.
Jan ist ja erst seit März hier, das heißt, seine Ausbildung ist noch nicht so lange fortgeschritten. Er hat noch nicht alle Dinge gelernt, die man hier wissen muss. Und deswegen treffe ich jetzt die Leitung vom ZNF. Hallo. Hallo, guten Tag. Robin Blase. Albert Blankenburg, hallo. Waren Sie mal Agent? Die Frage würde ich in der Form nicht beantworten wollen. Okay. Und Sie? Ich auch nicht. Aber Sie können davon ausgehen, dass wir beide eine breite Verwendung in den beiden Häusern hatten. Eine breite Verwendung in den Häusern. Okay. Es gab in der Vergangenheit diverse Skandale bezüglich Nachrichtendiensten, also auch in den USA, aber auch in Deutschland und besonders mit dem Verfassungsschutz steht öfters mal der Vorwurf im Raum, der Verfassungsschutz wäre auf dem rechten Auge blind. Worauf wird denn bei der Bewerberauswahl geachtet? Das ist ein Vorurteil, ein falsches Vorurteil. Und bei der Bewerberauswahl wird schon seit Jahren, nicht erst seit dem NSU-Skandal, darauf geachtet, dass die Bewerber und Bewerberinnen keinesfalls einer extremistischen Organisation oder Schlimmerem angehören, dass sie keine extremistische Ideologie verbreiten und Ähnliches mehr. Das heißt also, es dürfte schwierig sein, als überzeugter Rechtsextremist in den Verfassungsschutz zu kommen, überhaupt die Ausbildung antreten zu können. Dann gibt es eine sorgfältige, intensive Sicherheitsüberprüfung, die gibt es auch beim BND. Die ist im Sicherheitsüberprüfungsgesetz geregelt. Und sodass wir möglichst alles ausschließen, jedes Schlupfloch schließen für Menschen, die sich eben entschieden haben, nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu stehen. Wurden wir sicherheitsmäßig überprüft, bevor wir hierher gekommen sind? Wurden meine E-Mails gelesen? Nein. 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 Weil wir davon ausgehen, dass Sie kein Extremist sind. Sonst wären Sie überhaupt nicht hier. Mhm. Wir würden Sie dann nur besser kennenlernen, wenn Sie sich bewerben würden als Mitarbeiter in den Diensten. Gut. Dann werden meine E-Mails gelesen? Dann werden Ihre E-Mails auch nicht gelesen. Okay. Auch nicht. Aber Sie würden sicherheitsüberprüfen. Okay. Wie ist das bei euch? Könntet ihr euch vorstellen, hier zu arbeiten? Schreibt das mal in die Kommentare. Und was wäre euer Agentenname, wenn ihr das macht? Ich war sehr gespannt, was ich jetzt gleich für Feedback bekomme. Ja, die Auswertung wartet jetzt. Ne? Was ist dein Gefühl? Ich denke, dass du dich ganz gut angestellt hast. Da sehen wir uns so schnell wieder. Ja. So, nun wird's ernst. In der Gesprächsübung, ich denke, du hast gemerkt, Fragen stellen kannst du. Das ist aber schon ein kleiner Unterschied, ist, ob man als Journalist Fragen stellt oder ob man als Nachrichtendienstler Fragen stellt. Dass ein Gespräch zu führen mit Personen, die einem vielleicht persönlich nicht so angenehm sind, nicht so einfach ist, man es aber trotzdem über die Bühne bringt und das auch vernünftig über die Bühne bringt. Und insofern also mit der Gesprächsübung an sich am Ende, mit dem, was du an Wissen mitgebracht hast, war ich zufrieden. Mhm. Ihr habt sehr schnell gesehen, dass es nicht so einfach ist, irgendwie in einen Raum reinzugehen und dort etwas zu drapieren. Aber dennoch habt ihr interessante Lösungen gefunden. Das ist halt auch so ein Punkt, der einem neben der Gesprächsführung, neben vielen anderen Dingen, die wir in unserem Job noch machen müssen, hat das Wichtigste. Flexibilität und Kreativität. Die habt ihr gezeigt. Auch ich bin sehr zufrieden. Insofern kommen wir beide zu dem Ergebnis, du hast Potenzial. Aber um das vollständig entwickeln zu können, musst du bei uns die Ausbildung machen. Okay, und wahrscheinlich vorher all meine Social-Media-Kanäle löschen. Ich weiß nicht, ob ich das zum aktuellen Zeitpunkt auf mich bringen kann. Also vielen Dank für die Zeit. Sehr gerne. Sehr gefreut, ich wünsche viel Erfolg. Vielleicht sehen wir uns alle wieder. Was passiert, wenn ich zufällig auf der Straße einen von Ihnen jetzt hier treffe? Dann kennen wir uns. Dann kennen wir uns nicht. Wir haben uns überhaupt nie gesehen. Okay. Von allen Drehs, die ich je hatte, war das heute der Dreh, bei dem am meisten unterbrochen wurde. Weil vielleicht irgendeine Information preisgegeben wurde, die doch zu viele Details verraten hätte. Oder weil wir einen Teil vom Gebäude im Bild gehabt hätten, das dann anderen Nachrichtendiensten zu viel vom Aufbau des Gebäudes preisgegeben hätte. Ich glaube, das zeigt, wie besonders das war, dass wir da heute rein durften. Und was für ein krasser Job das ist, den Jan da irgendwann mal machen möchte. Aber am Ende des Tages ist das wahrscheinlich auch ein Job, der sehr undankbar ist. Weil wovon wir nie was hören, sind von den ganzen Anschlägen, die vereitelt wurden. Weil darüber darf man auch nicht reden, die sind ja auch geheim. Wo wir auch das erste Kamerateam waren, bei den Robotern,
bei Amazon. Das könnt ihr euch hier angucken. Und wenn ihr rausfinden wollt, wie das ist, wenn geheime Informationen geleakt werden, guckt euch dieses Video von Steuerung F an. Da geht es um die Fußball-Leaks. Und denkt dran, abonniert den Kanal. Nächstes Mal haben wir hier einen Gasthost. Nihan wird da sein, die war an einem Kinderheim. Ganz spannendes Video. Mal jemand Neues hier auf dem Kanal. Guckt rein, schreibt in die Kommentare euren Agentennamen, wie es ist.